Hallo und herzlich willkommen im Brunnenquell und zu Oriental of the Wisp. Ah ja, das war meine Hoffnung bei der Sache, dass der Speicherpunkt ein wenig zurückliegt und uns noch einmal dieser Text vorgelesen wird, denn letztes Mal habe ich es nicht geschafft, ihn zu lesen. Da war eindeutig das glühende blaue Bällchen unter dem Dialogfenster, das anzeigt, dass man weiterklicken kann, aber es klickte sich selber weiter. Also, wir sind hier im Brunnenquell, wo normalerweise das Wasser der Luma-Seen durchfließt, was allerdings nicht mehr der Fall ist. Komme ich da hoch? So ein Interesse halber? Bringt wahrscheinlich gar nichts, aber bringt eine schöne Wippe. Mal kurz hier unten, bevor wir dort oben vorbeischauen. Ja. Okay. Ich sollte aufhören, immer zuerst zu den Nebensächlichkeiten zu gehen. Das funktioniert in Orwi nämlich nicht gut. Das sind nie irgendwelche kurzen Sackgassen, sodass man schnell wieder zum Hauptpart kommt, sondern man läuft immer erstmal eine halbe Ewigkeit irgendwelche Gänge entlang. Also gehen wir zu Ofa. Da, geht das. Der blaue Punkt, der ist aufgetaucht in dem Moment, in dem der Dialog fertig war und ich weiterklicken könnte. Aber okay. So sieht man sich wieder, Geist. Ich habe beschlossen, diese alte Bibliothek zu finden. Und ich höre, du möchtest die Räder des Brunnenquells wieder in Stand setzen. Eine edle Aufgabe. Ich fürchte jedoch, dass diese Tür unseren Reisen ein jähes Ende setzen konnte. Könnte. Sie bewegt sich nicht. Ich habe alles versucht, um diese Tür zu öffnen, doch es nützt nichts. Ich sag dir was, warum siehst du dich... Ich sollte ein bisschen, wenigstens ein bisschen den Text vorher lesen, dann verwirrt er mich nicht. Ich dachte, er möchte sagen, warum suchst du nicht? Warum siehst du dich nicht nach einem Weg, um sie zu öffnen, während ich sie weiter anstupse, ja? Also wenn das alles ist, was du versucht hast, und dann sagst, dass du alles versucht hast, dann, okay, stupst du mal weiter mit deinem Stock. Da drin glüht irgendwas. Ich denke mal, da ist ein Geisterlicht drin, also hier unten. Aber es sieht nicht so aus, als könnten wir da derzeit rein. Da rechts unten scheint, da links unten und rechts unten scheinen allerdings keine Öffnungen im Rad zu sein. Nehmen wir mal an, man kann das alles später in Bewegung setzen. Das ist jetzt so eine Mission. Geistersplitter, da scheinen wir aber nicht dran zu kommen von hier. Nein. Gehen wir runter. Au.
dachte, das würde ich auch so schaffen. Aha, falsche Taste. Das ging ja gerade noch so gut. Ich schieß doch nicht auf mich, während ich hier in der Animation bin. Frechheit. So. Ah, da kam der Schuss. Schauen. Nein. Man weiß ja nie. Lebensernte. Du hast einen neuen Geistersplitter erhalten. Damit lassen Feinde mehr Lebenskugeln fallen. Klingt super. Möchte ich haben. Magnet brauche ich wahrscheinlich bis zum Rest des Spiels. Klebrig ist nützlich. Nicht unbedingt nötig, aber ich verlasse mich derzeit sehr darauf, da ich den von Anfang an hatte. Von daher gehen wir mal auf die Fliegeviecher. War es das dann da schon? Nehmen wir es mal an, weil ich habe nichts gesehen. Also keinen anderen Weg nach oben. Dann schauen wir uns mal hier unten um. Und sofort kommt ein Fliege. Ups, das war... Okay. Ich wollte das Menü eigentlich beantworten. Und sofort kommt ein Fliegeviech. Warum haben wir den Geistersplitter abgelegt? Das ist blaues Moos. Das hatten wir oben aber nicht, oder? Nicht, dass ich da doch hätte weiterkommen können. Aber nein, ich glaube nicht. Oh. Das war gerade alles nicht so geplant, aber okay. Du siehst ekelhaft aus, dich zerstöre ich mal. Normal laufen kann er aber nicht, oder? Gut, dann... Jetzt war alles in Bewegung. Ah, okay, so ist das da. Jetzt, wo alles in Bewegung ist, ist das schon eine ganz andere Sache hier. Also eigentlich wollte ich runter und nicht auf. Nee, ich glaube, da unten komme ich an nichts anderes mehr ran, solange das giftige Wasser unter mir ist. Okay. Au. Aha. Ich wusste doch, ich habe hier Geisterlichter gesehen. Oh, wie cool. Das Ding dreht sich normalerweise mit, aber wenn ich drauf klebe, dann kann ich das... Gut, dann schauen wir mal in die Bibliothek. Zwar war die Entfernung gewaltig. Von den beiden hatte ich mir eigentlich die ganze Zeit merken können. Kuro hatte ich zwischendurch vergessen. Nein, ich komme nicht drauf. Vielleicht füge ich es mal wieder per Edit ein. Edit? Edit? Edit klingt besser. Ein Edit. Das klingt so eingedeutscht. Okay,
was ich eben noch sagen wollte, aber dann kam kurze Cutscene. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon die Bibliothek ist. Wir waren ja auf der, also Offa war ja auf der Suche nach der Bibliothek. Aber das hier scheint sie noch nicht zu sein. Es sieht mir nicht sehr nach Bibliothek aus. War daher eben etwas voreilig, so gesagt. Aber die sehen wir sicher auch noch irgendwann. Ui, ihr dreht euch aber schnell. Sicher gut zum Schleudern, oder? Ja. Oh ja. Komme ich dort irgendwo hin? Auf. Okay, dort nicht. Da komme ich hoch. Ich nehme mal an, dort hinten kann ich mir noch das Geisterlicht holen. Sofern ich das richtige Timing finde. Ja. Ich habe erst jetzt gesehen, dass oben sogar ein Tutorial eingeblendet wird, dass ich sie zum Schleudern nutzen kann. Ich dachte, das wäre ein bisschen selbstverständlich. Uff, waren die anderen vorne? Also ich mag sehr den RCS-Stil dieses Spiels, dass man zwischendurch immer mal wieder sieht, was die anderen gerade treiben. Gerade Bu möchte ich gerne häufiger sehen. Ich hoffe, wir werden später irgendwie mit ihr zusammenreisen. Genau, wie zu Beginn, als man auf Bu kurzzeitig geritten ist. Einfach auf ihr unterwegs sein und durch die Gegend flattern, das fände ich cool. Okay, das geht nicht kaputt. Ah. Okay, dann eben den langen Weg. Da ist ein neues Erz. Das möchte ich natürlich unbedingt haben. Meerschweinchen treibt gerade Schabernack. Es ist leider so eine Sache bei mir. Ich habe mich so gefreut auszuziehen und dann irgendwann mal in Ruhe aufnehmen zu können, weil das mal mein größtes Problem war. Huch, hallo. Oh ja, du bist dann wohl einer dieser Gorlek, die Probleme machen. Da hat mir vorhin was von gesagt. Was ist bitte schön mit mir los? Wieso habe ich mich nicht treffen lassen? Das ist doch überhaupt nicht normal für mich. Er hat so häufig angegriffen, so aggressiv. Und ich bin unbeschadet rausgekommen. Und das, obwohl ich eigentlich gerade am Erzählen war. Also ja, das war früher mein allergrößtes Problem. Dass ich nie in Ruhe aufnehmen konnte, dauernd irgendwelche Unterbrechungen hatte. Wer möchte in dem Alter, ich glaube ich war 15 oder 14, als ich das erste Mal angefangen hatte, auch der Familie zeigen, dass man Videos aufnimmt oder so. Das habe ich natürlich immer insgeheim machen müssen. Au, 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 au. Entsprechend war es immer sehr, sehr schwierig, vernünftig aufzunehmen. Ich hatte dauernd irgendwelche Unterbrechungen im Video, irgendwelche nervigen Sounds und was nicht alles. Ja, von daher hatte ich mich immer... Stücke gebrochen. Von daher hatte ich mich immer sehr darauf gefreut, nochmal auszuziehen und in Ruhe alles selber planen zu können und auch mal in Ruhe aufzunehmen, wann immer ich das möchte. Okay, da kann ich nicht unbeschadet sein. Naja, und mittlerweile bin ich zwar theoretisch soweit, aber ich habe mir halt, als ich 18 war,
Meerschweinchen zugelegt und die verstehen nicht, dass ich manchmal ein bisschen Ruhe zum Aufnehmen haben möchte. Schauen wir mal kurz hier rum. Okay. Komm. Ding ist nämlich, ich glaube, ich muss das zum Schleudern bringen. Und dementsprechend wieder irgendwo ein Hindernis zerstören. Ich dachte, ich hätte es hier übersehen. Also ja, jetzt wo ich Meerschweinchen habe, gerade das eine, die anderen sind eigentlich immer ruhig, das eine knabbert dauernd an Holz rum. Heißt, es legt sich ins Holzhäuschen, das aus ein paar dicken Holzplatten besteht, und knabbert dann an einer rum. Ja, man kann sich wahrscheinlich schon denken, das ist alles andere als leise. Ach, hier geht's so. Ich hab gar nicht mehr daran gedacht, dass ich das schleudern kann. So. Irgendwie unprofessionell heute. Hab an alles gedacht, nur da Steam laufen muss, muss ich auch daran denken, Steam auf Offline zu stellen. Oder Do Not Disturb oder so, aber ich gehe da keine Risiken ein und stelle es direkt auf Offline. Ja, habe ich schon mal gerade vergessen gehabt. Ich möchte nicht irgendwelche Leute eingeblendet haben. Und Zuschauer sicher auch nicht. So, Zuschauer wollen das sicher auch nicht. Du willst das sicher. Schauen wir mal kurz nach oben. Ja. Sehr schön. War die richtige Entscheidung. Hallo Luso. Willkommen bei der Brunnenquellmühle, der Quelle allen Nasses, der ihr mal völlig Nanush. Onomim? Früher hatte ich ein wenig Angst davor, diese riesigen Zahnräder zu kartografieren. Was, wenn sie plötzlich wieder anspringen sollten? Oh ne. Aber sie liegen nun schon ewig so still da wie schlummernde Schaumstecken. Also ist das vermutlich sicher. Vermutlich. Hast du mal nach unten geguckt oder dem Lärm gelauscht? Die rattern gerade vor sich hin. Gewaltiger Irrgarten. Ja, das klingt sehr ermutigend. Da habe ich gerne eine Karte für. Oh, wow, 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 wow. Boah. Okay, da ist das Ziel. Und das durchgehen. Ja, falsche Taste. Nein, es war nicht die falsche Taste, aber... Scheinbar konnte ich eben die Legende nicht einblenden, sondern stattdessen die Karte dabei schließen. Ja, das sind Türen. Das erklärt, weshalb das Gebiet dort so abgegrenzt ist. Also wir müssen zu dieser Tür, da sind wir ja fast. Ah. Ja, wie gesagt, Meerschweinchen und Holz und ja. Natürlich werden sie genau dann munter und entscheiden sich sowas zu tun. Wenn ich nach langem Überlegen, ob ich das wohl gerade tun könnte oder ob die Schweine gerade zu wach und fit sind, mich entschließe, dass ich es tun kann, ne, werde ich Spaß beim Schneiden haben und ihr werdet es vielleicht auch ab und an mal hören, weil ich es manchmal nicht rausschneiden kann. Ich meine, ich habe ja irgendwie keine andere Wahl, als es drin zu lassen, wenn ich gerade was am Reden bin. Nur um das mal zumindest für dieses Projekt klarzustellen. Falls ich weitere Projekte mache, muss ich es in denen natürlich auch am besten irgendwann mal sagen. Aber für die Zukunft, ja. Ich habe hier drei Tierchen links neben mir im großen Gehege. Kann man auch im April-Video von 2019 sehen.
Und die sind leider nicht immer still. Wo geht's denn hier jetzt lang? Das vielleicht? Nein. Nee. Das sieht schmerzhaft aus, ja. Nicht probiert hatte. Ich kann einfach durchhüpfen. Es ist so dick dargestellt. Normalerweise sind das so kleine dünne Linien, in denen man bei denen man runterspringen kann. Da. Fähigkeit. 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 Ich wollte höher. Aber ich habe schon geahnt, dass das gerade nicht geht. Manchmal geht's gerade nicht. Wurfhaken. Du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Drücke LB in der Nähe von Haken oder blauem Moos, um dich zu ihm zu ziehen. Das erklärt dann immerhin diese erloschenen. Achso, das ist keine. Einfach nur. B. Achso, das ist die obere. Bei B denke ich immer an Bag, also irgendwie weiter unten oder so. Ach, an die Dinger kann ich mich ziehen. Okay. Ich wusste doch, die Dinger werden irgendeinen Sinn haben. Die sind. Meine Greifpunkte. So, mach das mal kurz ein paar Mal. Ich brauche ein Thumbnail. So, das könnte gut ausgesehen haben. Da ist sicher ein guter Frame irgendwo bei gewesen. Und die Lichter entgehen hier natürlich nicht. Ich hätte mir echt keinen schlechteren Zeitpunkt zum Aufnehmen aussuchen können, scheinbar. Okay, da müssen wir jetzt gerade kurz durch. Beziehungsweise, da mussten wir durch. Die Folge ist lang genug. Wir haben eine neue Fähigkeit. Eine, die wir dringend gebraucht haben. Vermute mal, viel mehr werden wir auch nicht mehr bekommen an Mobilität. Vielleicht noch irgendwas Explosives. Im ersten Teil konnte man ja relativ früh Kram sprengen. Hier haben wir ja mehrere Orte mit. Kann man kurz schauen, ob hier irgendwo einer ist. Ich meine, hier war irgendwo einer. Nein? Komisch, ich weiß, dass hier welche waren. Werden vielleicht nur angezeigt, wenn man in dem Gebiet ist. Weil das halt nicht gerade das Wichtigste ist. Jedenfalls gibt es ja auch so brüchige Wände, die man sprengen könnte. Da kriegen wir vielleicht noch eine Fähigkeit für. Aber ansonsten, ich meine, wir sind mega mobil. Können uns hier durch die Gegend schleudern. Und mit den Teilen hier kann man sich sogar gezielt in Richtungen schleudern. Wird einem immer eingeblendet. Auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Ich mag die Fähigkeit. Auch dass man sich an das Blohe. Das Blohe Maus, genau. Und kann sich anders blöd im Aushängen. Vom blauen Moos haben wir bisher gar nicht mal so viel gesehen. Ganz am Anfang mal ein wenig, danach eigentlich gar nicht mehr. Und erst hier wieder, also. Bin gespannt, ob da noch viel von kommen wird. Gerade jetzt, wo man es noch mehr benutzen kann. Gut. Dann. Habe ich die Folge schon wieder viel zu lange gezogen. Ich stehe immer beim Editing fest. Ich sage irgendwann so 3 Minuten vor Folgenschluss Tschüss und dann passiert noch irgendwas. Oh cool. Sogar ohne die Taste zu drücken kriege ich da eingeblendet, dass ich mich dran visieren kann. Immer.
sobald es in Reichweite ist. Interessant. Gut. Dann hoffe ich, ihr hattet Spaß mit der Folge. Ich hatte Spaß mit der Folge. Und bis dann. Oh Mann, das wird so böse zu editieren sein. Wieso, wieso tust du mir das an? Ja, genau, dich meine ich, Bebita. Kannst du gucken?